Der Weg schiebt sich beim Gehen unter die Füße. Von Charles Eisenstein. Das erste Prinzip des gewaltfreien Widerstands ist es, mit keiner Form der Entwürdigung zu kooperieren. Mohandas K. Gandhi. Ich habe einmal einen Bericht über Mobbing im ländlichen Amerika des frühen 20. Jahrhunderts gelesen. Der Erzähler bemerkte, dass es keine Grenze gab, wie weit die Tyrannen gehen würden, wenn ihr Opfer sich nicht wehrte. Er beschrieb, wie sie ein Kind an die Gleise fesselten, als sich ein Zug auf dem Parallelgleis näherte. Es war nicht möglich, die Tyrannen zu beschwichtigen. Jede Kapitulation weckte nur ihren Appetit auf neue und grausamere Demütigungen. Die Psychologie dieser Tyrannen ist gut bekannt. Kompensation für einen Machtverlust, Wiederholung des Traumas mit vertauschten Rollen und so weiter. Darüber hinaus schöpft der Archetyp des Tyrannen jedoch aus einer anderen Quelle. Auf einer unbewussten Ebene will der Tyrann, dass sein Opfer aufhört, Opfer zu sein und sich wehrt. Deshalb beschwichtigt Unterwerfung einen Tyrannen nicht, sondern lädt nur zu weiteren Übergriffen ein. In der Täter-Opfer-Beziehung liegt ein initiatisches Potenzial. In einer solchen Beziehung, und vielleicht auch sonst, versucht das Opfer nämlich, die Welt durch die eigene Unterwürfigkeit zu kontrollieren. Wenn ich nur unterwürfig und bemitleidenswert genug bin, dann lässt der Täter vielleicht endlich von mir ab. Oder andere Menschen werden dann eingreifen. Der Archetyp des Retters. An sich ist eine solche Unterwerfung nicht verkehrt. Das, was der Pionier des Improvisationstheaters Keith Johnstone ein Low-Status-Play nennt. Es gibt tatsächlich einige Situationen, in denen dies zum Überleben notwendig ist. Wenn jedoch die unterwürfige Haltung zur Gewohnheit wird und das Opfer den Kontakt zu seinen Fähigkeiten und Stärken verliert, kommt das Initiationspotenzial der Situation zum Vorschein. Der Tyrann oder Täter intensiviert den Missbrauch, bis das Opfer einen Punkt erreicht, an dem die Situation so unerträglich wird, dass es Gewohnheit und Vorsicht in den Wind schlägt. Es entdeckt dann eine Fähigkeit in sich, von der es nicht wusste, dass es sie hat. Es wird zu einer neuen Person, die größer ist als die, die es bisher war. Das ist eine ziemlich gute Definition für eine Initiation. Wenn das passiert, wenn das Opfer sich wehrt, dann lässt der Tyrann es oft in Ruhe. Auf der Seelenebene ist sein Werk vollbracht, die Einweihung ist abgeschlossen. Natürlich könnte man auch sagen, dass der Tyrann ein Feigling ist, der nur unterwürfige Opfer will. Oder man könnte sagen, dass Widerstand das angestrebte Psychodrama von Dominanz und Unterwerfung stört. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Widerstand erfolgreich sein wird, aber selbst wenn nicht, ändert sich die Dynamik der Beziehung, wenn das Opfer beschließt, dass es die Opferrolle satt hat. Es könnte entdecken, dass die Macht des Tyrannen zu einem Gutteil in der Angst des Opfers und nicht in seiner tatsächlichen physischen Kontrolle bestand. Solange diese Erkenntnis nicht stattgefunden hat, wird sich die Situation wahrscheinlich nicht ändern. Selbst wenn ein Retter eingreift. Entweder scheitert das Eingreifen oder der Retter wird zu einem neuen Täter. Die Welt wird sich immer wieder fragen, ob das Opfer bereit ist, sich zu wehren. Verstehen Sie dies bitte nicht als einen leichtfertigen Vorschlag an jemanden, der sich in einer missbräuchlichen Beziehung befindet, sich einfach zur Wehr zu setzen. Das ist leichter gesagt als getan und besonders leicht gesagt, wenn man nicht weiß, welche Art von Mut dazu erforderlich ist. In manchen Situationen, vor allem wenn Kinder involviert sind, gibt es keine Möglichkeit, Widerstand zu leisten, ohne sich selbst oder Unschuldige zu gefährden. Doch selbst in den aussichtslosesten Situationen erlebt das Opfer oft eine gewisse Stärke, von der es nicht wusste, dass es sie hat. Da die Unterwerfung oft zu weiteren, sich verstärkenden Übergriffen führt, erreicht sie schließlich eine Sollbruchstelle, an der der Mut geboren wird. In diesem Moment ist die Befreiung vom Täter wichtiger als das Leben selbst. Entgegen dem Anschein ist Covid nicht das Ende der Demokratie gewesen. Es hat lediglich offenbart, dass wir uns bereits nicht mehr in einer Demokratie befinden. Es hat gezeigt, wo die Macht wirklich liegt und wie leicht die Fassade der Freiheit sich verflüchtigen kann.
Sie hat gezeigt, dass wir nur nach dem Willen der Elite-Institutionen frei waren. Durch unsere bereitwillige Duldung zeigte sie uns etwas über uns selbst. Wir waren bereits unfrei. Wir waren bereits auf Unterwerfung konditioniert. In Orwells 1984 stellt Winstons Verhörspezialist O'Brien fest, je mächtiger die Partei ist, desto weniger tolerant wird sie sein. Je schwächer die Opposition, desto fester der Despotismus. In der Covid-Ära wurde die Öffentlichkeit mit endlosen Demütigungen, Erniedrigungen und Beschimpfungen überhäuft. Eine ungeheuerlicher als die andere. Es ist, als ob jemand ein psychologisches Experiment durchführt, um herauszufinden, wie viel die Menschen bereit sind zu ertragen. Sagen wir ihnen, dass sie keine Hände schütteln dürfen. Sagen wir ihnen, dass sie sich nicht nähern dürfen. Lasst uns ihre Kirchen, Chöre, Geschäfte und Feste schließen. Halten wir sie davon ab, sich an den Feiertagen zu versammeln. Zensieren wir ihre Berichte aus erster Hand als falsche Informationen. Füttern wir sie mit offensichtlichen Absurditäten, um zu sehen, was sie schlucken. Machen wir Versprechungen und brechen sie. Machen wir noch einmal dieselben Versprechungen und brechen sie wieder. Verlangen wir eine Genehmigung für jede ihrer Bewegungen. Alle Achtung, das machen sie immer noch mit. Mal sehen, wie viel sie noch einstecken werden. Die meisten Mitarbeiter unserer Regierungsinstitutionen sind normale, anständige Menschen. Es ist zwar auch wahr, dass diese Institutionen ein nährendes Milieu für Märtyrer, Kontrollfreaks und Sadisten sind, aber häufiger machen sie Menschen zu Märtyrern, Kontrollfreaks und Sadisten. Diese Personen sind mehr Symptom als Ursache für den allgemeinen Missbrauch der Öffentlichkeit heute. Sie sind Funktionäre, die die Rollen spielen, die ein systematisches Missbrauchsdrama erfordert. Ihre eigentliche Motivation ist nicht das Verursachen von Leid, sondern das Erlangen von Kontrolle. Das Streben nach Macht findet zweifellos seine Rechtfertigung in der Vorstellung, dass dies alles dem Wohl der Allgemeinheit dient. Ja, so denken sie, es wäre schlimm, wenn böse Menschen den Überwachungs-, Zensur- und Zwangsapparat lenken würden, aber glücklicherweise sind es ja wir. Die rationalen, intelligenten, weitsichtigen, wissenschaftlich fundierten Guten. Wie vielleicht schon am Anfang, so entlarvt Orwell die falschen Rechtfertigungen der Macht, wenn er O'Brien sagen lässt, die Partei strebt die Macht ausschließlich um ihrer selbst willen an. Wir sind nicht am Wohl der anderen interessiert, sondern allein an der Macht. Nicht Reichtum oder Luxus oder langes Leben oder Glück, nur Macht. Reine Macht. Was reine Macht bedeutet, werden Sie gleich verstehen. Wir unterscheiden uns von allen Oligarchen der Vergangenheit dadurch, dass wir wissen, was wir tun. Alle anderen, selbst diejenigen, die uns ähnlich waren, waren Feiglinge und Heuchler. Die deutschen Nazis und die russischen Kommunisten kamen uns in ihren Methoden sehr nahe, aber sie hatten nie den Mut, ihre eigenen Motive zu erkennen. Sie taten so. Vielleicht glaubten sie sogar, sie hätten die Macht unfreiwillig und für eine begrenzte Zeit an sich gerissen und hinter der nächsten Ecke läge ein Paradies, in dem die Menschen frei und gleich wären. Wir sind nicht so. Wir wissen, dass niemand jemals die Macht mit der Absicht ergreift, sie wieder abzugeben. Macht ist kein Mittel, sie ist ein Zweck. Man errichtet keine Diktatur, um eine Revolution zu sichern. Man macht die Revolution, um die Diktatur zu errichten. Der Zweck der Verfolgung ist die Verfolgung. Der Gegenstand der Folter ist die Folter. Das Ziel der Macht ist die Macht. Verstehen Sie mich jetzt langsam? Das Thema wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Er hielt inne und nahm für einen Moment wieder die Haltung eines Lehrers ein, der einen vielversprechenden Schüler befragt. Wie kann ein Mensch seine Macht über einen anderen ausüben, Winston? Indem man ihn leiden lässt, sagte er. Genau. Indem man ihn leiden lässt,
Gehorsam ist nicht genug. Wenn er nicht leidet, wie kann man dann sicher sein, dass er deinem Willen gehorcht und nicht seinem eigenen? Macht besteht darin, Schmerz und Demütigung zuzufügen. Macht besteht darin, den menschlichen Verstand in Stücke zu reißen und ihn nach eigenem Gutdünken wieder zusammenzusetzen. Verstehen Sie nun, was wir für eine Welt schaffen? Die Entbehrung, die Erniedrigung und das Leiden der Beherrschten gefällt den Beherrschern also. Es ist nicht das Leiden an sich, das sie erfreut. Sie mögen es sogar als eine bedauerliche Notwendigkeit betrachten. Es gefällt ihnen als Kennzeichen der Unterwerfung. Die Politik der Covid-Ära kann nicht nur durch die Linse der öffentlichen Gesundheit verstanden werden. In einer früheren Reihe von Aufsätzen habe ich sie aus der Perspektive der Opfergewalt, der Pöbelmoral, der Entmenschlichung und der Ausnutzung dieser Faktoren durch faschistische Kräfte untersucht. Genauso wichtig ist die Perspektive der Macht. Wenn wir Covid durch die Linse der rationalen öffentlichen Gesundheit betrachten, sollten wir natürlich das Ende der Pandemie recht bald erwarten. Durch die Brille der Macht betrachtet, können wir nicht so optimistisch sein. Genauso wenig wie das gemobbte Kind hoffen kann, dass der Tyrann aufhört, weil es ja alles getan hat, was er wollte. Der Täter will nicht, dass das Opfer X, Y und Z aus freien Stücken handelt. Er will den Grundsatz durchsetzen, dass das Opfer auf Befehl X, Y, Z oder A, B oder C tut. Deshalb sind willkürliche, unvernünftige, ständig wechselnde Forderungen charakteristisch für eine missbräuchliche Beziehung. Je irrationaler die Forderung, desto besser. Die Kontrolleure finden es befriedigend, wenn alle pflichtbewusst ihre Maske tragen. Wie bei O'Brien ist es die Macht und nicht die tatsächliche öffentliche Sicherheit, die sie antreibt. Deshalb ignorieren sie alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Masken, Lockdowns und soziale Distanzierung in Frage stellen. Effektivität war nie die eigentliche Motivation für diese Maßnahmen. Auch das habe ich in der Schule gelernt. In der sinnlosen, entwürdigenden Fleißarbeit und den willkürlichen Regeln entdeckte ich einen versteckten Lehrplan. Einen Lehrplan des Gehorsams. Der Schulleiter erließ eine Reihe trivialer Regeln unter dem Vorwand, ein positives Lernumfeld zu schaffen. Weder die Schüler noch die Verwaltung glaubten tatsächlich, dass das Tragen von Hüten oder das Kauen von Kaugummi das Lernen behinderte, aber das spielte keine Rolle. Die Strafen galten nicht dem eigentlichen Verstoß, sondern dem Ungehorsam. Das ist das Hauptverbrechen in einer Beziehung zwischen Dominanz und Unterwerfung. Wenn also die deutsche Polizei mit Meterstöcken auf dem Platz patrouilliert, um soziale Distanz zu erzwingen, muss niemand glauben, dass die Durchsetzung tatsächlich jemanden davon abhält, krank zu werden. Das Vergehen, gegen das sie patrouillieren, ist ungehorsam. Ungehorsam ist in der Tat eine Beleidigung für die missbrauchende Partei und für jeden, der eine unterwürfige Rolle in Bezug auf sie akzeptiert. Wenn Frau Zimmermann ihre Nachbarn anzeigt, weil sie mehr als die erlaubte Anzahl von Gästen zu Besuch haben, ist es dann der zivile Wunsch, Infektionen zu verhindern, der sie motiviert? Oder stört es sie einfach, dass jemand die Regeln bricht? Für diejenigen, die sich einem Tyrannen unterworfen haben, ist es unangenehm zu sehen, wie sich jemand gegen ihn wehrt. Es unterbricht die Vorstellung von der eigenen Ohnmacht und auch die Opferrolle, die auf perverse Weise vielleicht sogar bequem geworden ist. Auf eine initiatische Weise tritt eine unbewusste Wahl ins Licht des Bewusstseins. Das könnte ich auch tun. Um dem Täter Widerstand zu leisten, fragen Sie andere, ob sie ebenfalls Widerstand leisten werden. Es ist keineswegs sicher, dass sie die Einladung annehmen, aber das Beispiel des Mutes ist stärker als jeder Appell. Heute schwappt eine Welle des Widerstands gegen die Covid-Politik über den Globus. In den Mainstream-Medien wird kaum darüber berichtet, aber Tausende und Zehntausende protestieren in ganz Europa, Thailand, Japan, Australien, Nordamerika. So ziemlich überall, wo Lockdowns und Impfpflichten zur Anwendung kamen. Die Menschen riskieren Verhaftungen, um sich den Lockdowns und Ausgangssperren zu widersetzen. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz, ihre Zulassung, müssen Geschäftsschließungen hinnehmen und verlieren manchmal sogar das Sorgerecht für ihre Kinder, weil sie sich weigern, die Impfvorschriften einzuhalten.
Sie werden aus den sozialen Medien verbannt, weil sie ihre Meinung sagen. Sie opfern Konzerte, Sport, Skifahren, Reisen, das Studium, ihre Karriere und ihren Lebensunterhalt. In Österreich droht ihnen aufgrund der Impfpflicht bald eine Gefängnisstrafe. Manche Menschen haben viel mehr zu verlieren als andere, wenn sie ihre Stimme erheben, die Impfung verweigern oder sich an zivilem Ungehorsam beteiligen. Als jemand, der relativ wenig zu verlieren hat, ist es nicht meine Aufgabe, von anderen Menschen zu verlangen, mutig zu sein. Das ist nicht die Aufgabe von irgendjemandem. Wir können jedoch die Realität der Situation beschreiben. Das unterstützt die Tapferkeit, denn es sind nicht nur äußere Ängste, Gewalt und Bedrohung, die zu Gehorsam führen. In einer missbräuchlichen Beziehung übernimmt das Opfer oft einen Teil des Täternarrativs. Ich bin schwach. Ich bin verachtenswert. Ich bin machtlos. Du hast recht. Ich bin im Unrecht. Ich brauche dich. Ich verdiene das. Ich bin verrückt. Das ist normal. Das ist in Ordnung. Wenn das Opfer den Täter verinnerlicht hat, sage ich, dass die Räuber die Burgmauern durchbrochen haben. Ich weiß sehr gut, wie es ist, ein Flüchtling in meiner eigenen Burg zu sein, der den patrouillierenden Eindringlingen ausweicht, um seine geheime geistige Gesundheit zu schützen. Mein Verständnis für das Mobbingopfer stammt aus eigener Erfahrung. Ich war einer der Jüngsten in meiner Klasse und kam recht spät in die Pubertät. Im Alter von 12 Jahren war ich ein dürrer, 1,47 großer 40-Kilo-Schwächling inmitten eines damaligen Freundeskreises aus kräftigen Jugendlichen. Ihre grausamen Witze und Hänseleien zielten meistens nicht darauf ab, körperliche Schmerzen zu verursachen, sondern eher darauf, Dominanz zu zeigen und mich zu demütigen. Sich zu wehren war keine Option. Der Anführer war buchstäblich doppelt so schwer wie ich. Als ich versuchte, mich zu wehren, schauten sie einander amüsiert an. Oh, sagten sie. Chucky wird wütend. Hat dir dein Papa gesagt, dass du dich wehren sollst, Charlie? Einen Moment später lag ich im Haltegriff auf dem Boden, umgeben von einem Chor spöttischen Gelächters. Das war es, was passierte, wenn ich mich wehrte. Aber Unterwerfung funktionierte auch nicht. Es beschwichtigte sie für einen Tag oder vielleicht ein paar Minuten oder auch gar nicht und lud weitere Gewalt ein. In dieser schwierigen Situation verinnerlichte ich die Täter, indem ich ihre Meinung über mich als erbärmlich und verachtenswert übernahm. In diesem Fall war es sinnlos, sich zu wehren. Meine Initiationsreise bestand darin, ins Ungewisse zu gehen und neue Freunde zu finden. Eine beängstigende Aussicht in der Kakophonie und dem Chaos der Junior High Cafeteria. Der Ausstieg aus der Opferrolle bedeutet in der Regel nicht, dass man sich körperlich oder juristisch wehren muss, obwohl das durchaus dazugehören kann. Es bedeutet in der Regel, dass man sich weigert, eine Verletzung oder Demütigung hinzunehmen. Im wirklichen Leben könnte das heißen, einen Anrufer zu blockieren, eine einstweilige Verfügung zu erwirken oder ganz einfach wegzulaufen. Es kann sich nicht um eine bloße Geste handeln. Sie muss entschlossen sein und aufrechterhalten werden, bis die alte Rolle nicht mehr lockt. Es ist erwähnenswert, dass keiner meiner Schikanierer ein besonders schlechter Mensch gewesen ist. Auch nicht diejenigen, die mitlachten. Und auch nicht diejenigen, die mit missbilligendem Schweigen daneben standen. Sie wurden zu soliden Mitgliedern der Gesellschaft, zu guten Vätern und Ehemännern. Irgendetwas im Zusammenspiel unserer Biografien rief sie in diesem Moment in die Rolle eines Täters, des Ermöglichers oder des Zuschauers. Das Täter-Opfer-Drama ist ein mächtiges Casting. Ein missbräuchlicher Ehepartner wird diese Rolle in einer späteren Ehe vielleicht nicht mehr einnehmen. Die Rollen ermöglichen es jedem Akteur, etwas in sich selbst zu entdecken und möglicherweise zu integrieren und zu transzendieren. So ist es auch in der Gesellschaft. Was wird aus den Funktionären unseres missbräuchlichen, entwürdigenden, unterdrückenden Systems, wenn das Drama endet? Schon jetzt haben viele von ihnen die Nase voll von ihrer Rolle. Das Opfer tut dem Täter keinen Gefallen, wenn es das Drama in die Länge zieht. Ich habe schon früher beschrieben, dass Mut oft dann aufbricht, wenn der Schmerz der Unterdrückung unerträglich geworden ist. Das einstige Opfer erreicht das Ende der Fahnenstange und schlägt die Vorsicht in den Wind.
Der Täter mag sich zwar noch immer seines Machtapparats bedienen, aber diese Macht hat keinen Verbündeten mehr im Inneren des Opfers, das unregierbar geworden ist. Viele Menschen erreichen jetzt das Ende der Fahnenstange. Die oben erwähnte Widerstandswelle wird von einem Orkan der Wut angetrieben, der sich vor der Küste der offiziellen Realität zusammenbraut. Das Drama geht weiter. Der Tyrann gibt beim ersten Anzeichen von Widerstand nicht nach. Auf der seelischen Ebene erfüllt der Tyrann seinen Zweck nur, wenn er echten, anhaltenden Mut provoziert. Wenn der Widerstand wächst, wächst auch der Zwang. Wir sind fast an einem Wendepunkt angelangt. Die Waage ist gleichmäßig ausbalanciert. Vielleicht so fein, dass das Gewicht einer einzigen Person sie zum Kippen bringen kann. Könnten Sie diese Person sein? Welche Gründe Sie auch immer haben, sich zu fügen, zu schweigen, den Kopf zu senken, und es können in der Tat sehr gute Gründe sein, lassen Sie sich bitte nicht auf die heimtückische, falsche Hoffnung ein, dass jemand anderes das Risiko übernimmt, wenn Sie es nicht tun. Was kann eine Person tun? Was macht es aus, wenn ich mich wehre und zu viele andere es nicht tun? 5% der Bevölkerung können verwahrt oder aus der Gesellschaft ausgesperrt werden. Bei 40% geht das nicht. Werden Sie Widerstand leisten und riskieren, zu den 5% zu gehören? Ist es nicht sicherer, abzuwarten? Ist es nicht sicherer, zu warten, bis die kritische Masse erreicht ist und sich der Gewinnerseite anzuschließen? Von allen Lügen herrschender Mächte ist die Kardinallüge die der Ohnmacht. Diese Lüge wirkt eine Art Zauberbann, der in dem Maße zur Realität wird, wie er geglaubt wird. Alle modernen Menschen leben in einer allgegenwärtigen metaphysischen Version dieser Lüge. In einem von deterministischen Kräften beherrschten Newtonschen Universum spielt es in der Tat keine Rolle, was der Einzelne tut. Es ist für ein einzelnes, getrenntes Ich irrational, sich einem Mob oder der Macht zu widersetzen. Sicher, wenn viele Menschen sich gemeinsam widersetzen, dann werden sich die Verhältnisse ändern. Aber Sie für sich sind nicht viele Menschen. Sie sind nur eine Person. Warum also nicht den anderen den Vortritt lassen? Ihre private Entscheidung wird die der anderen doch wohl nicht sonderlich beeinflussen. Oder? Um dieser Logik mit Logik entgegenzutreten, bräuchte es eine metaphysische Abhandlung, die Ich und Kausalität aus ihrem kartesianischen Gefängnis befreit. Also werde ich es nicht über die Logik versuchen. Stattdessen appelliere ich an den Logos, die feurige Logik des Herzens. Irgendetwas in Ihnen weiß, dass Ihre privaten Kämpfe und auch die Entscheidungen des Einzelnen bedeutsam sind. Etwas in Ihnen weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sich zu entscheiden, sich ein Herz zu fassen. Sie können spüren, wie sich das Ende der Fahnenstange nähert. Das kann sich anfühlen wie: Ich habe es satt, genug! Es kann sich auch als ruhige Klarheit äußern. Es kann ein Sprung ins Ungewisse sein. Wahrscheinlich kennen Sie den Moment, den ich beschreibe. Die meisten von uns haben schon einmal eine solche Initiation in ihrem Leben erlebt und sind aus einem Kokon der Angst ausgebrochen. In diesem Moment wissen Sie, dass etwas Bedeutendes geschehen ist. Die Welt sieht wie verwandelt aus, weil sie wirklich eine andere ist. Jeder Täter, sei es eine Person oder ein System, bietet die Gelegenheit, einen neuen Grad an Souveränität zu erlangen. Wir reklamieren durch unser Beispiel, was ein Mensch ist. In Augenblicken der Gefahr reklamieren wir unser Menschsein durch ein Gebet. Eine Intelligenz jenseits des rationalen Verstehens antwortet auf dieses Gebet und ordnet die Welt um uns herum neu. Wir können dies als Synchronizität erleben, die mit unheimlicher Häufigkeit genau in den Momenten auftritt, in denen man einen Sprung ins Ungewisse wagt. Eine Frau verlässt ihren prügelnden Ehemann mitten in der Nacht und kann nirgendwo hin. Dennoch ist sie nicht leichtsinnig, denn sie weiß, dass es Zeit ist. Sie geht hinaus ins Nichts und siehe da, ein vom Ausgangspunkt noch unsichtbarer Weg schiebt sich ihr beim Gehen unter die Füße.
so wird es sein. Die Welt wird sich um die mutigen Entscheidungen von Millionen von Menschen herum neu ordnen, die dem Wissen vertrauen, dass es an der Zeit ist. Wenn sie sich uns anschließen, werden sie Zeuge eines höchst wunderbaren Paradoxons sein. Der Übergang zu einer schöneren Welt ist ein massenhaftes Erwachen in die Souveränität, weit jenseits des Wirkens irgendeines Helden, irgendeines Führers, irgendeines Einzelnen. Und doch werden sie wissen, dass sie, ihre Wahl, der Dreh- und Angelpunkt der Zeitenwende waren.